Und damit herzlich willkommen zu einer Folge Ark Dino Battles. Und ich begrüße euch heute mit dem Ark Comes Alive Mod. Ja, es ist eine sehr coole Mod, ist sowas ein bisschen wie so ein neues Anunnaki. Aber ja, es ist eigentlich, ja, es ist ein sehr guter Mod, finde ich. Einer meiner Lieblingsmods. Und hier haben wir auch schon unsere Kandidaten. Es sind nämlich einmal der Ascent Kano. Der sieht so aus, es ist halt ein irgendwie sowas wie ein Alpha-Skelett-Kano, ja. Und dann haben wir hier noch unsere zwei Dodos-Typen. Die hätte ich eigentlich auch beim Dodo-Battle mit reinnehmen können, aber ich wusste halt da noch nicht, dass es die gab. Es sind nämlich einmal der Dodo-Bird, das ist halt ein Terror-Bird, und einmal ein Dodo-Bär. Man sieht hier auch einfach schon, dass das ziemlich einfach gemacht wurde. Es sind einfach ein Terror-Bird und ein Dire-Bär, denen so eine Dodo-Rex-Maske aufgesetzt wurde und denen die Fell- und Fiederfarbe so geändert wurde, dass es halt identisch mit der Maske ist. Weil hier sieht man schon, ja, hier guckt einfach die Nase aus der Stirn raus. Ist dann halt ein Wal oder sowas. Weil die Nasenlöcher da oben hat oder so. Und bei dem sieht man halt einfach den Kopf von Terror Bird aus dem Mund von dem rausgucken. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber ich glaube eher nicht. Aber ich glaube, die haben sich einfach dafür nicht so richtig viel Mühe gegeben. Aber trotzdem. Ich will mal gucken, wie die sich so im Kampf schlagen. Hier sieht man auch schon, der ist ziemlich schnell. Er ist zwar nicht so stark wie der Dodo-Bär. Aber dafür ist der Dodo-Bär langsamer, aber er beschleunigt nach einer Zeit. Also er wird immer schneller, wenn man auf ihm reitet. Bis halt, ich glaube, das hier ist jetzt das maximale Tempo, was ich jetzt habe. Ja, das hier ist jetzt das maximale. Ja, bis zu dem Tempo kann er halt beschleunigen. Und ja, das Battle wird dann auch bald beginnen, aber heute will ich euch noch was zeigen. Hier, ich habe mal wieder meine Sniper dabei, mit der ich schön snipern kann. Ich treffe jetzt den grünen Punkt da oder auch nicht. Und ich habe mir heute mal so einen Metallbogen geholt. Der ist eigentlich ganz cool. Den habe ich vorhin da schon noch getestet. Da sieht man noch die Drops von dem Viech, an dem ich getestet habe. Ich kann gerade nicht schießen, weil ich in Players Only bin. Aber der macht ziemlich viel Schaden, habe ich bemerkt. Also falls ihr mal Survival spielt, holt euch auf jeden Fall so einen Bogen. So einen Metallbogen mit Metallpfeilen. Und ja, ich würde sagen, wir lassen das Battle jetzt mal beginnen. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Oh, ich glaube aber der Ascent Kano. Oh mein Dire-Bär. Ich meine mein Dodo-Bär natürlich. Dodo-Bär. Ey, du sollst mich nicht angreifen. Der Kano. Ich soll mein Dodo-Bird angreifen. Oha, mein Dodo-Bird hat ihn getötet. Aber er ist auch schon blutig. Oh, der hat ja coole Sachen. Tiny XP Potion. Potion. Benutzen. So, jetzt habe ich XP bekommen. Ja, das sind halt auch noch so ein paar Sachen, die es hier gibt. Die könnte ich mal. Das sind Po-Arrows und Anti-Po-Arrows. Das sind ACAC-Arrows. Legendary Compass Metallbogen. Den habe ich auch. Tschüss. Ja, ich könnte mal kurz die Pfeile hier testen für euch, falls ihr die sehen wollt. Also erstmal teste ich die Anti-Pfeile. Ich teste sie einfach mal an dem. Keine Ahnung, was die machen. Was nehme ich dann? Hier die ACAC. Hallo? Können wir mal nachladen? Oder auch nicht. Okay, dann halt nicht. Klappt das mit. Nein, ich wollte es nicht aufhaben. Klappt das mit denen? Okay, dann teste ich sie halt jetzt nicht. Ist auch egal. Ich nehme jetzt auf jeden Fall wieder meine normalen Pfeile, wo sie auch immer sind. Da. Gut. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Kampf. So Leute, und dann geht's hier auch schon weiter. Jetzt habe ich hier einen Ascent Rex. Das sind anscheinend die so Alpha-Tiere, nur halt in Skelett. Und in Rot, wie schon gesagt, das ist auf jeden Fall jetzt der Rex davon. Ich glaube, der wird ein bisschen härter, deswegen habe ich jetzt auch mal 6 Stück von denen hier aufgestellt. Also 3 Dodo-Bären und 3 Dodo-Birds. Dodo-Bird klingt irgendwie so normal. Da weiß man jetzt nicht, ob man normal Dodo oder so ein Dodo-Terror-Bird nennt. Ich hätte ihn vielleicht Terror Dodo genannt, aber das klingt auch dumm. Naja, egal. Auf jeden Fall starten wir jetzt mal den Kampf. Und
Mal gucken, wer gewinnt. Ich glaube, diesmal wird sogar der T-Rex gewinnen, weil wenn es ein Alpha-Rex ist, dann ja, dann wird es schon einigermaßen schwieriger. Der ist zwar Level 1, aber die anderen sind halt auch nur Level 1. Und ich habe bemerkt, also ich glaube zumindest, dass es so ist. Oh. Das ging schnell. Okay, dann halt noch ein. Dann mache ich zwei. Okay, zwei Alpha-Eisen-Drechse. Hier, ich glaube, dagegen gewinnen die nicht. Hier, greift mal an. Ja. Ich habe nämlich, glaube ich, herausgefunden, dass die Dire-Bären haben mehr Leben, aber machen weniger Schaden. Und die Dodo-Birds machen mehr Schaden, machen aber weniger. Haben aber weniger Leben. Ja, und dagegen haben sie nicht gewonnen, wie schon erwartet. Aber ich kann sie ja schießen mit meiner coolen Sniper, aber das bringt wahrscheinlich nichts, weil sie so viel Leben haben. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich im nächsten Battle. Bis gleich! Und hier komme ich auch schon mit der nächsten Horde an. Hier sind nun 12 meiner Dodo-Kämpfer, also 6 Dodo-Birds und 6 Dodo-Bären. Ja. Und auf der Seite hier sind 3 Ascent Raptors. Sind halt Alpha-Raptoren, nur halt in Skelett und in Orange. Und ich würde sagen, wir starten das Battle auch schon. Ich glaube aber, diesmal werden die Dodos gewinnen. Denn sie haben ja auch, also bis jetzt haben sie am Anfang immer alle von den Aces fertig gemacht. Es sind zwar jetzt drei Aces, aber es sind halt Raptoren und Raptoren sind auch nicht so die stärksten, aber mal gucken. Wahrscheinlich jetzt alle tot. So, ja, es sind alle tot und es fängt an zu regnen. Wie ich es mir gedacht habe. Gut, ich spawn da jetzt noch mal ein paar mehr, weil die sind jetzt, da ist noch keiner von denen gestorben, die kann ich noch alle benutzen und dann sehen wir uns gleich. So, und hier bin ich und ich habe jetzt hier 7 Ascent Raptors und der vordere hier, also die werden angeführt von einem Alpha-Tier, die sind zwar eigentlich alle Alpha-Raptoren, glaube ich, aber auf jeden Fall das Alpha-Tier hier ist Level 4. Und die anderen sind natürlich alle Level 1, waren noch schon die anderen, die hier sind auch noch Level alle. Kann nicht reden. Die hier sind auch noch alle Level 1. Und wir starten den Kampf dann mal. Jetzt gehen mal alle da rein. Mal gucken, ob sie es schaffen. Oh, die zerfleischen die. So will ich sehen. Zerfleischt sie. Ja, meine Dodos. Fein gemacht. Haben alle zerfleischt. So, jetzt habe ich hier nochmal ein Level 4 gespawnt. Ich lock den da mal rein. Wir könnten sehen, wie schnell die den fertig machen. Okay, die sind anscheinend stark. Dann würde ich sagen, wir kommen dann auch zum finalen Kampf und dann sehen wir uns gleich. Und nun ist es soweit. Das letzte Battle zwischen dem Ascent Giganotosaurus und einem Dodo Bird und einem Dodo Bär. Die sind alle jeweils, also der ist Level 1. Ist ja klar, sonst wäre zu OP, weil Gigas auch im echten normalen Arc so OP sind, auch wenn sie Level 1 sind. Habe ich auch schon ein Video drüber gemacht, das kann den Giga töten. Guckt euch einfach mal an, falls es euch interessiert. Und die hier sind beide Level 166. Also jeweils einzeln, nicht zusammen. 166 und ich bin gespannt, wer da gewinnen wird. Ich bin aber trotzdem noch für den Giga, weil ich meine, ein Giga ist einfach OP, ein Giga kann eigentlich alles töten. Vor allem Modded Giga, die sind meistens noch stärker. Und da hat der Bär auch schön Männchen gemacht. Aber mal sehen. Vielleicht sind die ja stärker, weil ich meine, die sind ja auch Modded. Okay, nee, sind sie nicht. Ich hatte schon so erhofft, dass endlich mal irgendwas OP ist als der Giga. Aber nein, natürlich nicht, scheiß Giga. Okay, ich spawn gleich nochmal ein Dodo-Bär auf einem höheren Level und dann sehen wir uns gleich. So Leute, und ich habe hier gerade noch einen Dire-Bär Level 1666 hingemacht. Und mal gucken, ob er ihn töten kann. Oh, er hat ihn in Rage versetzt. Das heißt, er hat viel Schaden gemacht. Denn wer es nicht weiß, Gigas gehen in Rage, wenn sie zu viel Schaden bekommen. Ja, er hat den Giga getötet. Okay, der war auch Level 1 und er 1666, aber trotzdem. Im Vanilla Arc können noch nicht mal Viecher Level 2000 einen Giga Level 1 töten.
Zumindest nicht die, die ich gegen ihn kämpfen gelassen habe. Ja. Das würde ich sagen, ist mal ein tolles Ende. Also, ich muss kurz auf ihn aufsteigen, weil dann ist es epischer. Los, friss ihn. Ja. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge Ark Dino Battles. Lasst einfach mal ein Like da und vielleicht ein Abo, falls ihr wollt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Ark Dino Battles.